Underdogs. Underdogs? Ja, sehr, sehr geiler Laden. Das ist ja nicht mehr normal, das gibt es ja sogar bei Lieferando. Ja, wenn du jetzt abbrichst, kannst du das fressen noch. Heute Abend den Nudelauflauf und das Nutella-Toast und die Süßigkeiten. Aber bitte nicht, dass mein Mittag ist. Isst du das jetzt? Ja, für die Regieproduktion. Ist das mal jetzt bitte. Diese Dinger da drauf sind. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal Max für. Alter, Malius, du willst genau jetzt abbrechen. Du kannst dir sowas reinzimmern, das reinzimmern. Heute Abend den Nudelauflauf. Also ich glaube, das ist komplett im Bruch. So. Hör auf damit. Nur wirklich. Ich sag euch ganz ehrlich, ich bin komplett im Bruch. Okay, ich lasse das auch da neben liegen. Also tatsächlich hätte ich das gelesen. Dann siehst du, wenn du den einmal rein. Ab Hunger. Erst draufdrücken. Mhm. Jetzt habe ich wirklich Hunger. Es ist kein Appetit mehr, ich habe Hunger. Ja, das heißt, das und das ist ein 9-14, sage ich. Das ist so krass. Schick dich wirklich komplett weg. Max einfach abgehauen. Digga, weißt du, ich würde gerade so viel wegfetzen einfach. Ich will einfach aufgeben, weißt du? Das habe ich auch vor. Aber das bringt nichts. Weil wir kriegen eh nicht viel rein. Ist gut. Boah, das. Ein Schokobon probieren. Dass das geil schmeckt, wirklich. Ist das ganz schön? Ja. Übermorgen? Es riecht wie Eistier und Cola, ne? Ja, stimmt. Ich will einmal nur so mit der Zunge berühren, weißt du? Pack die in deinen Rucksack, Hugo. Eistier und Cola. Was soll ich? Ja? So ein dreckiger. Underdogs ist einfach Zaun, die Webseite. Er klaut sich einfach die Schokobons. Kannst du mir mindestens zwei geben? Die Jungs werden noch gebrochen. Ja. Er darf nicht die Jungs nicht. Wenn sie einmal getestet haben, weil die sind schon mal. Diese Schokobons-Crips sind das Ultimative. Also, was ist denn das geilste Nasch, was du essen kannst? Weil Schokobons sind schon geil. Aber die werden mit Schwarz-Weiß und dann noch dem Crispy drumherum. Chat, kennt die Kinder Joy? Die werden alles ficken. Kennt ihr Kinderjoy? Chat, ihr habt gut gemacht, dass die Seite von Underdogs jetzt down ist. Ja, echt jetzt? Sehr gut. Warte mal, ist King jetzt auch down, Digga? Lass mal gucken. Ja, ist so cool. Nein, kriegen sie nicht down. Nee, wir haben extra Server dafür. 100.000 Leute gleichzeitig auf die Webseite, damit sie down sind. Ja, okay. Und das auch nur für 2 Sekunden. Boah. Wenn ich mir nur einen durchgucke, ich krieg so Hunger, Digga. Oh, einmal sowas richtig krasses bestellt bei sowas. Aber die Seite ist nicht da und zum Glück. So ein Red Bull-Schrott aus Japan. Ey, das ist ein richtig geiler Laden zum Bestellen, Digga. Heilige Scheiße. Nein, gar nicht. Für was ist das? Liebe geil, also die Sachen, die du da mitgebracht hast. Michel. Samstagabend, absolut insane. Ich dachte mir noch einmal geil, die Idee, weil ich die da brauche. Das Michel. Ist so geil. Das ist voll die Qual, dass ich all diese Sachen essen muss, ich sag's dir ehrlich. Echt? Also ich fühle mich teilweise schlechter als beim Fasten. Ja, das ist wirklich extrem. Weil der Magen einfach und dann all diese verschiedenen Sachen auf einmal und die ganze Zeit stopfen, das macht mich kaputt. Ja, ist halt auch der war hardcore, ne? Ich werde glaube ich auch mit Ketogen anfangen jetzt, ketogene Ernährung. Die Peanut Butter. Das sind die Peanut Butter auch. Ich habe sie gesaved, weil sonst wären sie pappig gewesen am Samstag. Da will ich einen von essen. Ich auch, da will ich auch einen von essen. Ich werde auch von allen immer nur einen. Genau, ich werde von allen Sachen einen nehmen. Ja. Und dann völlige Geschmacksexplosion. Stell mal. Fisch und Chips, ne? Zeig mal einmal. Ich glaube, das brauche ich echt für Samstag. Habe ich aufgeschrieben. Ich glaube auch. Mann. Das ist so unfair, man will alles essen irgendwie. Ich sag zu keinem Nein. Du meinst was? Richtig geile Box, Digga. Tja, jetzt sitzen wir hier noch. Und wir haben auch echt noch eigentlich eine gute Strecke vor uns. Weil jetzt wird's hart. Ja. Ich würde es jetzt mal gerne wieder machen auf dem Snack-Kanal, weil ich alles durchprobiert am Stück. Boah, das hat mir echt. Ich fotografiere mal die Fanta, weil die sieht echt cool aus. Ich habe noch eine Adresse. Funktioniert genauso. Ich habe das Ding aus dem Vortrag. Also das Ding ist in Deutschland. Also das Ding da kann man doch nie liefern, da ist viel kürzer, ist geil. Das Schreiben sieht etwas anders aus. Alle 7 sind noch drin, ja, Schatz. Wir haben es geschafft. So, bis hierhin. So. Ja. Okay. Und dann hast du hier, saugt sich jetzt leider nicht mehr so geil rein. Was ist das überhaupt? Tut mir leid. Ja. Aber hier auf das Gelb einfach an das Gelbe ranhalten. Und das Gelbe ist einmal, wie du bei dem hier siehst, einmal voll. Okay. Ja. Boah, ansonsten bleibt alles gleich. Das ist ein neues Messgerät. Ja, ist genau. Cooler, ist wieder entspannter zu pieken.
Was für eine verrückte Scheiße, Mann. Wir können tatsächlich keinen Testbildlauf machen. Ist das so eine Art Brownie? Ja, nee, ja, so Cookie Brownie, ne? Da war ich mal alles rein. Oder diese japanischen Sachen, da versteht kaum einer, was richtig, wie man das immer beschreiben soll. Reitmerk, soll mal für alle Leute eine Box. Mach mal Box für alle fertig, hab ich schon. Hugo schickt mir seine Adresse, der will ein paar Sachen haben. Niki schickt mir seine Adresse, der will ein paar Sachen haben. Ich hab vorher süß auf dem Blumag aus, so ein Brownback. Es gibt einen Code-Chat. KAC Family, das ist der einzige Code. Also ich glaube, ich sag's dir so, es ist. Aber es verschickt mich gerade, Digga. Ich hab so Bock, einfach das zu essen da hinten. Anders schmeckt, als wenn wir noch intensiver, ne? Ja, ja, das wächst noch süßer. Und dann nein, ich war nicht. Schmecken. Ich glaube, die Sachen werden viel zu doll für euch. Viel für euch. Viel zu doll. Ich glaube auch, so gerade so eine Fanta, wenn du die kippst, knallst du dich aus den Socken. Weil so süß, wir werden das ja noch süßer schmecken, als es eigentlich ist. Und das ist ja schon gestört süß. Ja. Und du magst Trüffel? Ich liebe Trüffel für mein Leben. Echt? Diese Trüffelchips, die ist kaum einer. Die habt ihr auch nicht runtergekippt. Echt? Ja. Also ich mag auch keinen Trüffel, deswegen. Du magst keinen Trüffel? Ich liebe Trüffel. Ich liebe Trüffel auch. Ich auch. Magst du Trüffel? Trüffel-Mayo. Boah. Mit süßen Kartoffeln. Die habe ich noch nicht gegessen, glaube ich. Musst du aufschreiben. Ich weiß, glaube ich, wo ich weiß, wo es ist. Es kommt drauf an, was für Trüffel. Es gibt auch billige Trüffel. Ich schreibe das mit auf. Ich habe nie Trüffel gegessen. Trüffel ist, glaube ich, ein Pilz, ne? Der ja. Um eine richtig geile. Trüffel ist aber geil. Ich mag richtig geil, ja. Richtig geil. Doch, ist, die suchen das. Achso, ja, das kann sein. Wo es auch richtig geile Burger gibt. So asiatisch, einfach im Zelleburger. Chat, sind Trüffel Pilze? Ja, ne? Ja. Unter der Erde wachsen irgendwie so? Pizza. Ja, ich bin's Noah, man sieht mich vielleicht nicht mehr wegen den blauen Haaren. Aber es ist kein neuer Kandidat. Digga, ich find's crazy, Digga. Was, also Digga, wie er da gerade reinbeißt. Das Ding ist, ich krieg bestellt, sieht das immer so 10-mal schlechter aus als im Laden. Und die kriegen das so wie im Laden hier. Das sah geisteskrank. Ja, also, wieso kann man hier so, wieso kann man hier so bestellen? Das ist Jungs, geil, das neue Gerät. Weiterhin in der Box hier in dieser schwarzen, ja, also gleiche Regeln wie gestern, zweimal, heute zwischen 16 und 18 Uhr und dann zwischen 21 und 22 Uhr, okay? Ich lasse das, wo soll ich das hinstellen, was ist am besten für euch? Hier lassen? Ja, ich stelle auf der Recht da hinlassen. Kurze Frage an Niki, wo gab es die Gallenberger und Pommes? Momo Banz. Momo? Banz. Banz. Trimax ist, glaube ich, auf dem Klo. B-U-N-S. Ich glaube, alle, die aus Hamburg kommen, haben gerade bei diesem Laden bestellt, ne? Ja, privat, ich bin auch in Hamburg, weißt du? Das ist ein geiler Laden. B-U-N-S, da gibt es auch richtig cooles Klo. Da muss ich auch Props geben, Digga, das ist wirklich ein geisteskranker Laden. Korean. Guck dir das an, wie er da reinbeißt, Digga. Wahnsinn. Du holst ja alles. Jasper, du bist wie Paris Hilton damals, wo sie in den Burger gebissen hat, auf dieser Motorhaube. Wir gucken dir gerade alle beim Essen zu. Dass du noch nicht so viel hier isst, wundert mich. Ich? 800 Bestellungen, aber auch verdient. Digga, wenn die so geisteskranke Sachen liefern können, also wirklich, dann verdient. Ich weiß nicht. 800 Bestellungen. Haben die also 800 Leute bei diesem Essen? Ja, bestellt? Ja, haben gerade bestellt. Digga, die sind total schaden jetzt. Ja. Wo sieht man das? Wieso? Mann, Digga, wieso? Wahrscheinlich, wo sollen die das wissen, du Vollidiot? Nein, die, jetzt kommen doch alle. Bruder, ich hab doch geliefert für die. Ich hab doch gearbeitet so lange. Die kriegen jetzt Bonks, die werden jetzt die ganze Zeit ausgedruckt. Du Vollspast, woher die 800 Bestellungen? Nein, guck mal die Fischsachen. Guck dir mal die Fischsachen an. Ja, wenn jemand aus dem Ding drin ist, aus dem, der dort arbeitet und guckt. Da sind Garnelen drin. Max, guck mal, kennt Underdogs. Ah, die waren gerade schon auf dem Klo. Ich meine, die haben Premium-Fischbrötchen bestellt. Ich meine, aber auch nicht Underdogs, oder? Haben sie bestellt. Ist der beste Laden, sagst du? Ich kenne die. Ja, das sind beste Fischbrötchen. Die sind auch arschteuer, aber richtig geil. Wie viel kosten die? So ein Ding? Ist Underdogs wie teuer war das, was du da hast in der Hand? Ja, Underdogs geil für Samstag, Max? 13 für einmal einbeißen. Boah, das ist hart. Lohnt sich trotzdem, sage ich. Aber lohnt sich, das geisteskrank. Weil es sah so gut aus. Ja. Underdogs sah richtig. Es war der geilste Lieferding, was wir gesehen haben. Jemand schreibt, arbeite dort, ist jetzt die Hölle los. Aber Digga, das kann auch irgendein Random sein. Ja, kann random sein. Aber die Webseite war down, Bruder, das sagt schon was. Wirklich? Ja, die Webseite war down. Dann nicht von Underdogs. Doch, die war down, haben wir gerade geguckt. Echt? Ja. Also spätestens jetzt wiederholt sich meine Wortwahl. Denkt dran, ich bin euer Freund. Sorry, Max, aber ich wurde gezogen. Ja, mal diese fette Garnele zu zeigen. So geil, ne? Falls jemand bei Underdogs arbeitet, dann kann man jetzt ein Bild auf Insta schicken von den Bestellungen. Soll ich mal anrufen einfach? Digga, Hamburg ist aber auch gut zum Essen. Ich ruf mal bei Underdogs ab. Gib mal Mike. Was muss ich eingeben? Ja. Ey Jungs, kann ich chillen gehen?
Das ist direkt direkt an der Elbe auf dem Pier. Wo auch die. Am Schluss noch drei Bestellungen. Wie Pier? Hamburg in der Elbe. Das ist direkt. Neuer Kamp 13 kommt das Wasser. Wasser. Kann ich chillen gehen, Jungs? Pen? Ja. Ich glaube, das muss ich auch gleich machen. Ja. Ja, was geht? Ja, schon gesagt, rede ich da mit Underdogs Hamburg, die jetzt einen Lieferdienst haben, um so Garnelen zu liefern. Wie bitte? Spreche ich da mit Underdogs Hamburg? Ja. Habt ihr so einen Lieferdienst? Liefert ihr die ganze Zeit so bei Lieferando so geile Sachen, so Garnelen? Ist bei euch die Hölle los aktuell? Nö. Kommen Bestellungen rein? Über Lieferando? Ja. Die letzte um 13.32 Uhr. Achso, nee. Okay, dann weiß ich Bescheid. Ich danke. Digga, so ein Blender-Chat. Was soll das für ein random Anruf? Doch, klar. Ist bei euch die Hölle los? Ja, das paar Leute bestellt haben, habe ich schon gedacht. Der kommt aus Hamburg. Also ja, aus dem ganzen Chat. Ja, sicher 800 Leute. Um die Zeit zu Hause. Wer ist jetzt gerade zu Hause und hat 100 Leute. Nach 30 Sekunden Fisch sich bestellt? Ja, Mann. Ja, das waren. Ich? Null. Ich glaube schon. Die hat doch gecapped, oder? Also haben dort 5 Leute bestellt. Du mal Schweizer. Nee, passt schon. Schweizer? Aber da haben doch safe 15 Leute bestellt. Das mag auch nicht jeder ein Fischbrötchen. Ja, das stimmt. Das auch. Das sah so lecker aus. Ja, Chat, wirklich, fickt euch. Ui. Die Doppelpunkt? Keine Bestellung. Das hat ja nichts mehr mit Fisch zu tun, das ist ja so krass. Ja, da ist schon das Brot heftig, die Soße ist heftig, das ist also unglaublich überladen. Schwarz. Ja, postet doch die Doppelpunkt, Digga. Ja, das hab ich gerade auch nicht. Was wollt ihr, Chat? Die Chips sehen so krass aus. Wer von euch war zuletzt auf dem Klo? Ali, pissen? Nein, nach Ali kam noch jemand. Ich war pissen. Warum? Warum? Du? Warum? Ja, weil du das Licht ausgemacht hast, als du rausgegangen bist. Ja, mach ich immer. Ja, Digga, ich war scheißen. Ja, hä, dann mach. Ach so, du warst drin. Ja. Ja, das wusste ich nicht. Ja, ich hab ja noch eine Handyleuchte, kein Problem. Du hast dein Handy dabei. Hey, du warst kacken. Ja. Wie viel? Das. Mehr als sonst. Das hat mal richtig funktioniert. Wollen Sie uns ausführlich darüber berichten, wie Ihr Stuhlgang war, Herrn Trimax? Ja, dass diesem scheiß Abführmittel Glaubersalz immer flüssig halt, ne? Bei Steve kam es am gleichen Tag raus, bei mir kommt das gestreckt über 6 Tage raus, nervt total. Das ist doch geil. Das ist das, was Steve hat, ist befriedigend, ja, Digga. Ja, das, was Steve hat, hätte ich auch Steve sind einmal Abführmittel und muss dann 14 Mal Wasser scheißen an einem Tag und alles ist raus. Ich nehme das einmal, hab erstmal, kommt 24 Stunden gar nichts und dann über 6 Tage verteilt mein kleiner Spritzer. Das ist doch super unbefriedigend. Das ist echt scheiße. Aber ja, ist unbefriedigend. Hat eine Explosion, hast du das Kloschüssel gesehen? Ja, irgendjemand von euch Wichsern hat sowohl das Frauenklo als auch das Männerklo unter den Klodeckel-Durchfall geschissen. Hast du doch, oder? Also ich war nur auf dem Frauen. Naja. Unter die Klobrille hat einer geschissen. Also weiß nicht, wie das geht. Überall Sprenkler, ganz fein. Ja, du. Ja, bei der Damentoilette habe ich jetzt aber alles sauber gemacht. Also, also bei der Damentoilette war das Steve, aber wer war das bei der Männertoilette? Hat hier sonst noch jemand Abführmittel genommen? Puh, wer könnte das gewesen sein? Wer hat noch Abführmittel genommen? Du hast auf jeden Fall Abführmittel genommen, Steve. Du auch. Unmöglich. Er ist der Werwolf. Oh, wollen wir eine kleine Runde Werwolf spielen? Nein. Zu wenig. Nein. Ich, Scheiß vorschreiben. Du musst doch dein Skript schreiben. Los jetzt. Ich gehe. Wie lange haben wir heute Pause, Max? Bis 19 Uhr. Bis 19 Uhr. Also, war cool. Könnt alles ist ja voll krass heute. Ja, heute ist echt geil. Okay. Geh ich in den Stream rein? Geht's dir gut? Nein. Ja. Leute, bis 19 Uhr ist Pause. Dann kommt Monte mit. 19 Uhr kommt. Ah, heute kommt noch Revi und Isa. Oh, Revi. Ja. Und hör zu, um 19 Uhr spielen wir nochmal Wer bin ich? Das war geil. Um 19 Uhr. Um 20 Uhr kommen dann alle Gäste. Da wird dann nochmal richtig qualvoll. Und da ist dann die nächste Challenge, Domino Challenge. Immer im 1 gegen 1. 20 Uhr Domino Challenge, 1 gegen 1. Wir kriegen alle Elektroschocker, Cockringe um die Finger. Und Monte steuert die. Und wir haben ein 1 gegen 1 Turnier. Der Gewinner kriegt Tee. Der will uns durchgehen,
Wonte steuert aus der Ferne die elektronischen Penisringe und kann uns damit jederzeit Stromschläge an unsere Finger geben. Der wird uns durchgehend schocken, ja. Aber ich hätte heute mal was mit dem Herz. Ich bin mir sicher, ob das so ist. Wenn du was. Hugo hatte irgendwas? Hugo, was hast du noch? Aber Hugo hat ein Aneurysma, der darf keine Stromschläge kriegen. Was ist das? Ein Gehirnkopfgerinnsel, oder? Ja, im Kopf. Ach du Scheiße, Digga. Naja, der hat was im Kopf. Der darf keine Stromstücke kriegen. So, und du bist ein Herzpatient? Ja, vor 2 Jahren hatte ich da einen Eingriff. Ah, was für ein Eingriff? Nicht aufgeschnitten, sondern hier mit einem Katheter. Was denn? Eine Verbindung vom Herzen getrennt, die dafür sorgt, dass ich halt einen Kurzschluss hatte und quasi selber, das Herz hat sich selber einen Stromschlag quasi verpasst. Und dann war es von 0 auf 220er Puls. Digga. Richtig cringe. Cringe? Richtig cringe. Richtig cringe, sagst du. Nein, es ist wirklich so krass gewesen. Der Arzt kam rein und meinst so, wenn jetzt nichts passiert, dann bist du tot. Und das Ding ist, das hat mich ja noch mehr wegen Angst und so, ne? Und dann ging der Puls noch höher. Ich war gerade bei 225. Und dann haben die mir sofort was reingeballert, was mich fast gelähmt hat, so. Ich weiß nicht mehr, was es war, das hat den Puls so runtergedonnert. Und seitdem bist du so. Ja, nee, aber nee, irgendwie, vorher schon. Irgendwie bist aber du. Aber das war echt, das haben auch viele Leute. Ja, dann kriegst du auch keinen Stromschlag. Ja, das hatten auf jeden Fall, das haben viele Leute, Chat. Das hört sich jetzt auch alles schlimmer an, als es ist. Aber viele kriegen das so gar nicht mit. Also, dass sowas eintrifft wie diesen Kurzschluss, das passiert nicht bei vielen. Aber ich habe mal gehört, dass irgendwie, ich glaube, 20% oder 10% der Bevölkerung das haben und deswegen an Herzinfarkt im hohen Alter sterben. Okay. Aber auch ein bisschen cringe. Naja. Cringe sagt er einfach dazu. Er sagt selber cringe. Erklär mal jetzt nach, was bei ihm das Problem war. Woran merkt man das? Also ich lag im Bett genauso wie jetzt. Also es war wirklich... Und dann... So war's. Wirklich? Volles Programm. Ich hab mein, das hat sich angefühlt, als wenn mein Herz aus der Brust springt. Herr Cringe. Als wenn da gar nicht mehr richtig genug Platz fürs Herz ist. Das ja, das... Im ganzen aber jetzt ist gefixt. Ja, ist gefixt. Ja, der redet so halt darüber, als wäre es was Normales, was gestorben. Nee, es ist nicht normal, es ist eher cringe. Ich finde das nicht normal, es ist übel peinlich. Das hört sich total scheiße an. Ich finde es auch scheiße. Es ist wirklich Fremdscham, löst das gerade in mir aus. Ja, in mir aber auch. Ich finde es scheiße, dass ich sowas habe. Wolle, er sagt es einfach und sagt, übel cringe, sagt er einfach selber, hä? Ja, du bist fast gestorben. Und, ich muss das so sagen, wie er das gesagt hat. Habe ich auch so ein bisschen mit Sport aufgehört, weil ich Angst hatte, dass mein Herz zu sehr strapaziert, weißt du? Und ich war, ich glaube, vor 2 Jahren der Beste in meinem Jahrgang so mit Sport und allem. Dann habe ich mich so ein bisschen, was Sport und Fußball betrifft, zurückgezogen und habe dann auch dafür bewusst gesorgt, dass ich ein bisschen zunehme, weil ich war 70 Kilo Untergewicht. Und danach... Und dann bin ich in diesem Lifestyle ein bisschen hängen geblieben und hier mit den 7 Tagen versuche ich mich wieder ein bisschen zu fangen und einen geraden Weg da jetzt zu gehen, auch mit der Ernährung, nicht diesen Heißhungerfraß. Und ich habe mich in diesem Fastfood halt wohl gefühlt. Du siehst auch aus, wie jemand, der Basketball spielt. Ja, jetzt bin ich Normalgewicht, hier muss es auch bleiben einfach. Es darf nicht noch mehr werden. Oh, wir haben hier was, wir haben hier einen Hype-Train, der fährt noch 1 Minute 40 Sekunden, Leute. Jeder, der hier zuschaut, kann gerne mal einen Twitch Prime kostenlos dalassen. Das kostet euch nichts. Ihr habt das eh verbunden, Amazon und Twitch. Die laufen sonst aus, die sind bereit. Nutzt diese. Jeder vergisst es, irgendwie zu aktivieren. Ja. Ihr habt keine Werbung, das ist geil. Ihr habt 60 Emotes, ihr habt Sub-Badges, animierte Emotes. Na, es ist eine. Oh, was haben wir da? Ice Cream haut 10 Sub-Gifts raus. Vielen Dank dafür. Ist auch nicht cringe, tatsächlich. Also, jetzt nicht untergewischt, Chat, sondern. Ich war mir einfach zu dünn. Also ich hab nicht... Digga, du bist 2,01 Meter, natürlich 70 Kilo, das Scheiße. Ja. Du musst so beschissen ausgesehen haben. Ja, nur 2,01 Meter? Vor allem ich habe auch so lange Arme und lange Beine, das ist ja richtig scheiße. So, jetzt bin ich so normal. Du brauchst Muskulatur, da siehst du aus wie ein Profi-Basketballer. Sei dir ehrlich, weil du schön groß bist. Hey, danke für die ganzen Primes, das ist ja absurd. Guck dich das mal an, das seht ihr da nicht, oder? Nee. Hier, guck dir das an. Das ist krass. Das Ding ist... Das würde ich auch immer vergessen, oder ich vergesse es auch selber. Ja, es ist, man muss es den, ja, man, ich vergesse es auch selber, man muss es den Leuten einmal ganz kurz zack daran erinnern. Genau. Dann kommen immer so 70 Primes rein und dann wissen die Leute auch, dann, dass sie das aktivieren müssen. Wollen das auch aktivieren. Aber nutzt euren aber Prime natürlich auch gerne bei Steve. Der ist gut. Und auch bei Adi. Jo. Bei Breitenbergenstein auch, klar. Brr. Und bei Now.
Now. Ja. Ich nenne ihn ja Breiti. Ist gut. Brighton Steelberg. Wahnsinn, Leute, danke für den Support. Ey, gestern Abend kam bei mir auch ein krasser Support ran. Danke nochmal im Nachhinein. War nett. 2.30 Uhr heute, bis 2.30 Uhr noch gestreamt. Boah. War, also wieso esst ihr keinen Döner? Wieso esst ihr keinen Döner? Der ist gut. Krass, dass ihr alle so durchhaltet, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass alle durchhalten. Nicht kennt ihr diesen einen Grill-YouTuber aus Deutschland, der war beim ersten Angelcamp, hat er gegrillt? Ja. Klaus Grill. Den hätte man einladen müssen, Digga. Der hätte irgend so ein Sparrow-Ding gemacht. Ich gucke seine Videos die ganze Zeit, das ist der lustigste Dude, den es gibt. Ja. Und er kocht so krasse Sachen. Was hat er denn nochmal aufgetischt damals? Sparrows. Und so Hähnchen, glaube ich, ne? Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was der gemacht hat, aber... Spanferkel im Angelcamp. Der wohnt doch auch zur holländischen Grenze oder so, ey, oder bin ich dumm? 15 Grad, vielleicht hat der noch kommt. Spontan, woher kommt er? Ey, ganz ehrlich gesagt, falls wir morgen kein Programm haben oder was free haben, ich würde auch gerne mal kochen. Ja, ich habe irgendwie Bock zum Kochen. Was würdest du kochen? Ist mir egal, ich würde auch gerne nur Gemüse schneiden. So Zwiebeln schneiden. Auch nur eine Ravioli-Dose. Ja, ja. Der Verlierer einer Challenge muss kochen. Nein, nein. Aber teilweise eine Belohnung. Ja. Für mich wäre es jetzt nicht so schlimm. Ich hätte Bock mal, aber irgendwie. Da macht man sowas so ein bisschen, ne? Schnitzel panieren. Oh ja, so schön so ein bisschen mit dem. Ja. Immer, dass es drüber schwappt. Ey, weiß man das mit Marks Song? Ja. Dass der morgen rauskommt? Ja. Ja, natürlich. Okay. Hier auf Malle geht keiner. Allein nach Hause. Komm, wir steigern unseren Bodycount im Wasser, im Strand oder am Meer. Malle ist der schönste Ort der Welt. Kommt morgen raus, 17.03. Ich weiß gar nicht, ob direkt um 0 Uhr. Doc, Doc, safe, ja. Der kommt morgen raus, der erste Song von Mark Eggers. Der hat ja schon diverse Auftritte auf Malle gehabt. Fette Auftritte, Fettstimmung gemacht. Er war der einzige ohne Song. Jetzt bringt er einen Song raus und der ist sehr geil. Und ich muss wirklich sagen, ich habe die Bridge Ohrwurm davon sehr gelobt. Ohrwurm auf jeden Fall. Die Bridge ist absolut heftig. Und viele Musiker und Experten meinten auch, die Bridge ist sehr gut gelungen. Aber ich habe das direkt rausgehört. Ich kann sie nochmal vorsingen. Okay. Ja. Auf Malle trinkt man morgens schon Likör. Ja, ist geil. Ist geil. Geweckt wird man vom Bums-Animateur. Und alle hier auf Malle geht keiner allein nach Haus. Komm, wir steigern unseren Bodycount. Genau. Und eigentlich wollte Marc ja auch vorbeikommen, aber der ist Marc tatsächlich... Marc wäre hier eigentlich Kandidat gewesen, wenn nicht genau in der Woche sein Song rausgekommen. Genau, genau. Der hatte richtig viele Termine und er hat mir gerade geschrieben, er musste alles absagen für die nächsten Tage, alles, weil er einfach krank ist. Deswegen schreibt gerne Marc mal wirklich auf Instagram gute Besserung. Da wird er sich bestimmt freuen. Und ja, schade. Wann sind denn Baller mal auf? Am 30.04. im Megapark sind wir alle Mann im Megapark auf Mallorca. Da wird der Bodycount gesteigert. Da wird wirklich. Ich geh rein da. Hey, ich bleib heute safe bis 12 Uhr wach und dann höre ich mir den Song an im Stream, Digga. Kommt das Musikvideo heute auch direkt? 0 Uhr? Das wird am 30.04. gedreht. Ah, das wird dann gedreht, okay. Gerige, ich bin der erste Mal auf Malle und wir machen zusammen richtig Krawall, Digga. Ja, warst du noch nie beim Ballermann? Noch nie. Das ist so geil. Sagen, noch nie. Ballermann ist das Geilste, Digga. Marc hat mir so geile Sachen erzählt, was da abgeht. Also ich bin mittendrin, stand nur dabei. Das ist so geil. Was? Wodka-Kirche ist geil. Das gibt's in Willkürlich schon im Megapark. Also einfach ein Bier, Digga. Einfach ein Bierkrug. Ja, so eine Säule für Flitter. Ja, und dann so ein Halbliter-Krug oder ein Liter-Krug. Und da kannst du den so am Boden entlang ziehen, so unten hochziehen. Bist du auch dabei am 30.04.? Ich glaube, ja. Chat, ich habe nicht das Problem, dass ich zu niedrigen Blutzucker habe. Ich habe ein Problem, dass ich einen zu hohen Ketonwert habe. Mein Körper kriegt das. Nicht ausgeschieden. Deswegen hat man unfassbar viel Ketone auch in der Atemluft. Ja, Digga, es ist 90. Und? 90? 90 ist viel. Gefahr, hohes Risiko. Alles leuchtet rot. Wer trinken? Hast du schon getrunken? Getrunken? Ich hab grad 4 Flaschen getrunken. Und ich war extra noch mal ganz viel pissen. Ja, müssen wir mal gucken. Aber auf mal habe ich schon Bock, ne? Schon ein bisschen cringe jetzt auch.
Ein bisschen cringe, 90 zu haben. Ja, ihr schon das. Mal sowas allgemein im Krankenhaus, was gebrochen, krasses oder so? Akt-Operation. Das hier, ne? Akt-Operation. Was hast du? Viermal Ohren, was? Einmal Arm. Viermal Ohroperation? Ja. Warum? Ich hatte in meinem Trommelfell, also ich kann keinen Druckausgleich machen, kann ich gar nicht. Ja. Und deshalb habe ich in meinem Trommelfell so kleine Röhrchen drin. Was? Die bohren dann rein und stecken das ins Trommelfell und die musst du halt wieder rausnehmen. Dann Arm gebrochen, Schlüsselbein gebrochen. Dann nochmal Schlüsselbein rausnehmen, die Platte. Und dann noch irgendwas. Ah, Mandeln. Rachenmandeln zweimal operiert. Als Kind. Rausgeschnitten. Die habe ich nicht mehr. Alter. Ja, ist geil. Aber ey, nach der Operation, es ist so geil. Du bist so high. Du bist einen Tag lang bist du einfach nur so. Weil du bist so auf, ich weiß nicht, Morphium, glaube ich. Irgend sowas. Ne? Bist im Krankenhaus. Ja. Krass. Wie ist das passiert mit der Schulter? Skifahren. Ach so. Ja. Ich habe eine heftige Skiverletzung. Wirklich? Was denn? Eine heftigere als du. Versuch Snowboard. Ich war damals, bin ich noch Ski gefahren. Wir hatten einen, das war so ein Billigding im Verein, irgendwie eine Skifahrt, ganz billige Scheiß-Ski-Ausrüstung. Das war, ich glaube, ich war da 8 oder 9 und bin bei der letzten Abfahrt, war da so eine kleine Rampe auf der Dings, die habe ich aber nicht gesehen, bin darüber hingefallen, bin den kompletten Berg runtergeslidet und habe mich dabei 2,5 Mal gedreht. Aber der Skier ist nicht abgefallen. Das heißt, ich habe mich 2,5 Mal gedreht, aber mein Bein und der Skier, der Fuß ist gleich. Ich habe also so und dann 2,5 Mal rum das Bein. Der Oberschenkelmuskel wurde so gedreht, wie so ein Stock, der dann einfach geplatzt ist. Oh. 12-facher Oberschenkel, Halsbruch, Trümmerbruch. Mein Knochen ist einfach explodiert. Aber der hat zum Glück keine wichtige Arterie durchbohrt. Deswegen ein. Ja, da ging alles. Und weil ich noch so jung war und hätten jetzt operiert werden, wären meine ganzen Wachstumsfugen kaputt gewesen und ich wäre völlig, völlig scheiße gewesen. Deswegen musste das von alleine heilen. Oh. Ein explodierter Knochen musste von alleine heilen. Und damit der komplett gerade ist, wurde durch das Knie eine Metallstange durchgebohrt und an die Metallstange wurde per Flaschenzug 3 Kilo Gewicht dran gehangen, damit die ganze Zeit an meinem Knie gezogen wird, damit das Bein gerade ist. Wie lange hat das alles gedauert, bis es fertig war? Boah, ewig. Ich habe die komplette 4. Klasse verpasst. Bisschen. Aber ich hatte ein bisschen cringe. Bisschen cringe ist das schon. Bisschen cringe. Ich hatte dann eine Lehrerin für alle Fächer. Ich glaube, 4. Klasse war das. Kann das sein? Ja. Die war sick. Ich war voll. Ich war nach einem halben Jahr mit der 4. Klasse fertig. Geil. Ich hatte Vorsprung dick. Und alles verheilt und danach der Knochen war viel, viel dicker als der auf der rechten Seite. So viel stabiler, nach dem Bruch viel stabiler. Seitdem bin ich Linksfuß im Fußball. Krass. Ja. Nein, krass. Keine bleibenden Schäden. Ist immer so. Und ja, ist da noch irgendwas drin? Ich musste laufen lernen, alles. Ne? Ich hab 3 Monate gebraucht, bis ich wieder Treppen laufen konnte. Wow. Ist da noch was drin, so Metall? Oder? Nee, gar kein Metall. Wurde ja nicht operiert. Okay. Krass. Aber es ist krass, was der Körper kann. Ja, das ist wirklich krass. Digga, wenn du das mit 18 hast, dann... Scheiße. Ja. So jung geht's, aber sonst. So jung ist echt krass. Aber die letzte Abfahrt beim Skifahren ist immer die gefährlichste, ja. Also das ist immer passiert es dann. Ich war auch immer nur Skiunfall und dann muss man sich was brechen gefühlt. Also beim Ski. Ja, beim Skifahren brichst du dir immer eigentlich nicht so wie er, sondern bei den dümmsten Sachen was. Ja, bei den dümmsten Manchmal Sachen. Manchmal fällst du wirklich zur Seite und du brichst dir einfach so den Arm. Ja, aber bei ihm ist der Ski ja nicht abbiegen. Ja, ich weiß. Ja, das ist krass. Also, ich habe ja noch nie was gebraucht. Du? Ich wurde einmal an der Bandscheibe operiert. Haben sie die Hälfte weggeschnitten, habe ich immer noch Probleme. Und einmal Blinddarm, das war ekelhaft. Ja, das ist scheiße. Wie kann Blinddarm. Man, wie passiert Blinddarm? Mein Vater hat das auch, aber ich bin mir nicht sicher. Das kann man nicht beeinflussen, ne? Ich habe früher einfach, als ich klein war, habe ich Blätter gegessen, Steine gegessen und Kaugummis geschluckt. Und irgendwann hat sich mein Blinddarm halt entzündet. Und das ging auch so ein halbes Jahr, ein Jahr. Also, wenn ihr noch jung seid oder allgemein Blinddarm habt, hört auf, alles zu schlucken, was ihr findet. Ich habe das früher gemacht, keine Ahnung warum. Also zum Beispiel Kirsch gegessen, du weißt, Kirschkerne, die habe ich auch runtergeschluckt. So solche Sachen. Und aber auch mal gehört Eierschalen und so. Weiß nicht, aber Kirschkerne waren es bei mir, glaube ich, letztendlich der Auslöser. Ja. Und das ist so ein Darm, das ist so ein Trakt und da ist so ein kleiner Zipfel, das nennt man diesen Blinddarm. Und wenn da was reinkommt, kann sich das entzünden. Das Ding ist, meiner war richtig dick, daran erinnere ich mich noch, war ich in der Schule. Hatte ich die größten Schmerzen ever, konnte mich auch nicht mehr bewegen, hat mich auf den Bauch geschmissen. Und dann musste auch direkt operieren. Ja, er musste. Sonst, wenn der platzt, ist ja, genau. Scheiße. Und er war kurz vor dem Platzen. Ja.
Der war kurz vorm Platzen, dann haben sie mich direkt mitgenommen und sofort operiert. So einfach Seiten ziehen, so wie Seitenstechen? Also das war, es ging langsam los. Ich hatte so über Wochen lang immer wieder Schmerzen und die wurden dann immer jeden Tag döller, stärker. Aber man ist ja noch jung, man ignoriert das. Ich muss mal gucken, ich glaube hier oder hier ist das irgendwo. Okay. Habe ich irgendwo so ein bisschen Namen. In der Leiste schon? Also Leistenregion ist dieselbe Region wie Blinder. Also entweder habe ich hier links oder rechts, ich weiß nicht, aber irgendwo habe ich so eine Narbe. Haben die das aufgeschnitten und ja, ich glaube, ich habe den Blinddarm sogar gesehen, haben sie in so ein Glas getan, aber ich durfte den nicht mitnehmen. Ja, ich wollte den mitnehmen, aber die meinten, da musst du irgendwie Labor untersuchen. Irgendwie so, keine. Die haben den entfernt. Ach so, okay. Die schneiden das ab, nähen das zu und dann ist dein Darm quasi ganz normal. Jetzt darf ich offiziell Kirschkerne schlucken, aber jetzt bin ich zu alt und tue es natürlich nicht mehr. Ne? Jetzt denkt man ja ein bisschen drüber nach. Kaugummi ist auch gefährlich, soll man auch nicht schlucken. Kaugummi ist Kirschkerne und so. Allgemein nicht das, was alles das nicht das Mike dort. Ist. Stefan, du hast sicher deinen Arm gebrochen. Nee, ich hatte bisher nur... Ich hatte echt Glück bisher. Ich hatte nur einmal einen siebenfachen Trümmerbruch in der Nase. Das heißt, einen rechten Winkel einmal komplett hier rein. Beim Fußball auch wieder. Und einer hat einen Kopfball nach hinten gemacht und ich nach vorne. Und dann war da mal schnell ein rechter Winkel drin. Und das Geile war, ich bin zum Krankenhaus gefahren und die haben gesagt, hier ist alles voll, du musst morgen früh wiederkommen. Das heißt, ich musste damit eine Nacht pennen. Das ist wohl. Aber das klingt jetzt dumm. Ich hatte schon zwei Brüche, aber Brüche schmerzen nicht so. Und kommt davon wo, weil ist ja nur ein Knochen, der gebrochen ist. Ja. Der hat ja keine Nerven drin, aber grundsätzlich. Es kommt davon, wie der Knochen liegt. Das habe ich gar nicht gedacht. Also der Chat sagt, Kaugummi schlucken hat keine Auswirkungen, das kann sein, das weiß ich, aber bei mir war es der Kirschkern wahrscheinlich. Einfach das nicht runterschlucken, was... Ich kann die Narbe zeigen eigentlich, ist das für Thorsten? Nee, ne? Ja, na, ja. Ich habe auch meine gezeigt. Wenn er jetzt nicht hier... Was ist hier? Ist das eine Narbe? Ja, ne? Die ist aber richtig gut verheilt, Digga. Hast du meine schon gesehen? Nee. Die ist ein bisschen größer. Die ist riesig. So. Die sieht man auch voll krass. Boah, Digga, was ist das denn? Die sieht man das sieht aus wie gefotoshoppt. Ja. Da habe ich im Chat schon gezeigt. Da ist ja meine Narbe richtig gut verheilt. Ja, ja. Aber deshalb erst 3 Monate her. Okay. Hast du die Narbe von meinem Rücken gesehen? Von meiner Bandscheibe? Ist sie noch größer? Ja, ich sehe sie. Willst du auch mal sehen? Die ist auch schön verheilt. Die ist gut verheilt, ne? Ja, gut. Ich habe meine 2 Monate lang jeden Tag eingestrichen, massiert, alles. Trotzdem heftig. Boah, heftig. Nochmal zeigen? Ja, die wollen nur, dass ich Arsch zeige, Digga. Soll ich zeigen, mal wie es ist? Das ist krass, das ist die heftigste Nase, da seht ihr auch was auf jeden Fall. Aber ich hatte auch einen 7-fachen Bruch, ne? Das ist krank, Alter. Das ist die krankeste Narbe, die ich je gesehen habe. Ja, schon. Ja. Das sieht aus, als wärst du so. Ui! Weißt du, wie das aussieht? Von One Piece, diese eine Sandbahn. Nicht geguckt. Hast du One Piece nicht geguckt? Nee. Ich bin Film und Serien. Stimmt. Serien. Also, habt ihr Tattoos? Ja. Wirklich? Ja, warte. Jetzt kommt's auf. Ich habe einen Hund hier. Oder das sieht aus, als hätte ein Dreijähriger das Tattoo. Ja, ja, ist ja genau so. Ich habe auch keinen Hund, ich mag Hunde nicht. Aber das ist cool. Ja, muss echt? Was scharf. Aber einige haben schon geschrieben, du könntest diesen Namen richtig cool für so ein Tattoo benutzen. Dann sieht das so krass aus, weißt du? Sir Crocodile, genau. Ich finde aber ganz ehrlich, ich finde die Namen cool. Ja, ich finde am Oberkörper geht auch. So. Ist cool. Also eine finde ich auch nicht so schlimm. Jetzt haben viele werden es nicht so geil. Also eine hier. Also ich finde die cool, das ist nichts, wofür du dich schämen musst oder so. Nee, mag ich auch nicht. Das sieht man ja nur als Beeinflussung, wenn man schwimmen geht. Und ja, genau. Gehört jetzt einfach mal dazu. Ich gehe, glaube ich, zu meinem Streaming-Setup. Ich gehe mal bei mir rein. Küsse. Ich mach mir nicht CSGO. Auch. Spielt jemand CSGO eigentlich? Nein, schon ewig. Nee. Versteh gar nicht, warum das wieder ein Trend ist. Was geht da ab? Weil bald dann CSGO 2 rauskommt. Ja? Es ist nicht komplett neu, sondern sie ist auf einer neuen Engine gebaut und das ist irgendwie alles geiler und flüssiger und bla bla bla. Und das ist jetzt ein halt ein bisschen. Krass, aber CSGO war doch immer flüssig. Ich glaube, es ist immer flüssig. Ich weiß gar nicht genau. Ich pflanze mir auch wieder rein. Aber bist du dir sicher mit dem 24er? Was? 24er? Nee. Ich guck das mal an. Wir gucken einfach mal so. Ey, ja, vielleicht streame ich auch so bis 3, 4 Uhr morgens. CSGO 2 bald vielleicht. Source mit 2 machen die. Ja, ich verstehe den Unterschied auch nicht ganz. Aber ich habe mal letztens CSGO geschaut, also das Game. Ich kenne es natürlich vom Namen, aber ich weiß auch, wie die Spiele sind. Nur ich habe die Grafik noch nie so. Ich habe die Grafik noch nie betrachtet, aber dafür, dass das Spiel so fucking alt ist,
Sieht das Spiel gut aus. Bei CSGO geht es halt nicht um die Grafik. Ne? Ja, natürlich nicht, aber es sieht trotzdem sehr gut aus. Also wenn du das richtig hoch, schraubst, ich glaube, wenn du full tryhardest, dann bist du nie auf den höchsten Grafiken. Aber wenn du das alles hochschraubst, sieht es actually eigentlich nicht mal so scheiße aus. Ne, CSGO sieht gut aus. Es gibt deutlich schlechtere Spiele so. Ja, ein krasses Taktikspiel. Jungs, die wichtigen Sachen durch hier in die ganze Liga müssen. Ich hab's eins geklaut, ne? Du willst das jetzt mit nach Hause nehmen? Ja, ich habe ihn gefragt, er hat gesagt, ich soll das weiternehmen. Dann scheiße ich einfach nur noch. Ich will auch was mit so einem Scheißen geben. Magnesium-Komplex. Ja, aber weil auch der Case ist auch gemacht. Deshalb ist schön, ist das. Mario, so schön ist das hier einfach nur rein, dann kackst du dich tot. Hugo, ja. Dein Tablettenmesser. Ja. Tun wir mal einen Gefallen. Lass uns mal das Essen nicht auf dem Boden lassen, das haben wir. Stimmt. Lass mich mal, oder wenn du willst, helf mit. Lass uns einfach alles ein hinstellen. Einfach hier auf den Tisch, Bruder. Warte mal, das muss werden. Schön Fitness suchen. Digga, ich weiß jetzt schon, hier werden alle Gäste, die kommen, völlig wechseln. Überfüllt hier rausgehen. Und wir müssen darauf achten, dass wir unsere Favorite-Sachen nicht essen. Also ich sag euch, den Apfelding, das soll Max einmal trinken. Und wie da wollte ich einen Schluck von probieren. Der muss nur Max regeln, er hat das gezogen. Ja, ja. Mach doch überall so alles so drumherum einfach. Ja. Dass man alles sieht vielleicht auch, nicht übereinander. Ja, ne? In die Richtung. Alles so ein bisschen, vielleicht so eins da drunter, weißt du? Ich sag's dir so, wie es ist. Also von dem Tisch holt mich wirklich nur das Oreo-Ding ab und das hier. Alter, sind das auch Oreos? Jo, ja, yeah, Oreo gibt's viele. Also diese ganze Schoko-Keks-Kacke, die würde ich gerne essen. Jetzt sag dir so, wie es ist. Hauptsache, das liegt nicht am Boden. Das hier. Weil das ist Respekt. Sowas hier, da habe ich immer nur schlechte Erfahrungen mitgemacht. Die schmecken geil. Weil ich hasse Gebäck, was so eingepackt ist, verstehst du? Zum Beispiel auch, kennst du in Deutschland diese Schokobrötchen, ja, wo dann Schoko drin ist, oder diese Milchbrötchen? Ja. Mag ich beides nicht. Ja, okay. Also, ich mag es halt frisch, nicht so verpackt. Was ich halt krass finde, ist, wenn ich sowas immer sehe, diese Sachen, ne? Ja. Dann denke ich mir, Digga, es gibt Länder, da haben die Leute kein Brot. Stimmt. Und wir schwelgen in Luxus, sind voll die verfressenen Viecher. Ja. So einfach haben Luxuskrankheiten, die Diabetes. Und haben so ein Naschen, Digga, das ist schon echt krank, Alter. Ja, am Ende des Tages will ich auch alles essen, ne? So ist nicht. Aber ich bin auch jemand, der isst alles immer auf, so. Lieber. Oder tut das nochmal in den Kühlschrank und isst es später. Ja, Mann. Ja, Hauptsache nicht auf den Kühlschrank. Mich hat es auch gestört, dass wir zum Beispiel gestern noch so ein Stück Pizza irgendwie im Karton ist. Oder ja, noch so ein angeknabbertes Schokoladending. Da liegt Schokolade dann auf einmal. Das ist alles nur halb aufgegessen, das ist noch schlimmer. Also hier bei dieser Veranstaltung ist das halt auch Teil des Contents, aber ja, ja, allgemein soll man sich doch nicht angewöhnen. Hier, ein bisschen im Chat. Oh ja, aber ihr wisst Bescheid. Ich bin auf jeden Fall so, dass ich alles immer auffutter. Und meistens weiß ich. Ich laber auch ohne Ende, ja. So bin ich halt. Von Haus aus, ne? Gibt Leute. Nico will nicht. Ist wahrscheinlich besser so. Ich bin zu Hause, aber der Müllschlucker. Meine Mutter kocht, ich bin ja wieder bei meiner Mama eingezogen. Ich schäme mich nicht dafür, auch wenn ich ein bisschen älter bin. Aber ich muss sie ja supporten, es geht nicht anders. Auf jeden Fall, sie kocht immer, sie fragt mich, was willst du kochen? Ich sage, mach einfach, so, ist scheißegal was. Und alles, was übrig bleibt, das wärme ich immer auf und esse. Also ich bin zu Hause immer so der Resteverwerter. Und die kommen echt tatsächlich zu Hause, bei mir zu Hause, kommen wir fast auf null Abfall. Es wird alles aufgegessen. Nur so Milchsachen kann ich halt nicht wegessen. Ah, ich futter auch alles weg. Selten, dass ich was wegwerfe. Also es ist wirklich manchmal echt, weiß ich nicht, du hast safe schon mal Lebensmittel weggeworfen, weil sie abgelaufen sind. So. Ja, safe. Aber da fühlt man sich immer wieder schlecht. Aber soll ich euch was sagen? Ich bin 6, 7 Mal ausgezogen, habe auch im Ausland studiert. Und ich sag euch, wenn ihr nicht das Essen eurer Mama habt, ist alles irgendwie so Fastfood-Style. Ja. Das Essen von Mama ist immer so... So besonders. Ne? Ich hatte auch vor 2 Jahren so regelmäßig gutes Mittagessen, das ist so viel wert. So eine ausgewogene Sache, einfach mal hin und wieder Fisch, hin und wieder Fleisch, hin und wieder mal einen Eintopf. Das ist halt, ja, wichtig.
auch, würde ich sagen, ne? Ja, und die Eltern sind lange in der Küche, das, weißt du, was ich meine? Vierten Stock hochtragen, die schweren Sachen. Aber ich finde auch so, ich weiß nicht, woran es liegt, aber die Omas kochen immer am besten. Ja. Oma, die haben so alte, ganz alte Rezepte, ne? Ja, die, haben so, vor allem, die machen auch so verrückte Sachen, wie bei mir jetzt über die Kartoffel nochmal einfach das Bratfett drüber, was diesen so einen geilen Geschmack nochmal beibringt. Ja. Keine Ahnung, die verwerten alles. Weißt du, da bleibt nichts über und irgendwie verpacken ja so gut ins Essen, dass es halt einfach so geil schmeckt. Ich soll euch mal was sagen, ich habe mal bei meiner Ex-Freundin damals in Kiel, ich habe das einmal in meinem Leben nur gegessen. Diese Knödel oder was das ist, das war so Klöße bisschen, vielleicht sogar? Klöße heißt das, glaube ich. Es war so ein bisschen so, das Teig war so dehnbar ein bisschen. Es hat so geil geschmeckt mit Bratsoße und Ente. Ich habe das nie wieder gegessen. Einmal in meinem Leben nur. Das war das geilste Essen, was ich je hatte. Ich finde, die Leute sagen immer, deutsche Küche ist schlecht oder eintönig, aber ich finde diese Knödel, Bratsoße, Ente so verdammt lecker, weil ich esse ja jeden Tag Adana, Sarma und Dolma und so diese Standard. Meine Mutter macht das ja jeden Tag gefühlt oder Mante. Aber so dieses Deutsche, dieses Knödeln oder kennt ihr das? Auch dieses Ganze mit, alles mit Kartoffeln. Oder Kürbissuppe. Irgendwie. Kennst du das von früher? Ich habe das im Hort Kindergarten gehabt. Einmal Kürbissuppe, boah, das habe ich auch nie vergessen. Mehlkorn, das kann sein. Alter, es gibt so viele geile deutsche Rezepte. Aber auch, was man alles mit Kartoffeln machen kann. Das ist nur eine scheiß Kartoffel. Da macht man daraus Pommes, Kartoffelpuffer, Kartoffelecken, Kartoffelpüree. Alles. Ja, Mann. Kartoffeln sind extrem ergiebig. Ich glaube, Kartoffeln, Mais und Reis sind die Grundnahrungsmittel der Menschheit, ne? Sind auf jeden Fall sehr nährreich. Reis sättigt extremst und hat viele Kohlenhydrate. Ist ultra bekömmlich. Es gibt niemanden, der Reis nicht ab kann. Reis geht immer. Stimmt, ich glaube, ich kenne auch keinen, der Reis nicht mag. Ja, wo meine Allergie losging, wo ich wusste, was es war, meinte mein Arzt, ich soll erstmal jetzt ganz viel Reis essen, damit wir uns Zeit verschaffen, um rauszufinden, was es ist. Ja. Reis geht immer. Reis geht immer. Nudeln sind eigentlich auch immer geil. Verdammte Scheiße sind Nudeln cool. Vor allem, wenn sie so gut zubereitet sind. Normal. Wie kam Bruder auf den Namen Breitenberg? Ich war früher Bodybuilder, Bruder. 10 Jahre. Dann haben die mich alle Breitenberg genannt, dann habe ich das übernommen. Alle 7 sind noch drin, ja. Alle 7? Noah sieht gut aus, ne, Chat? Neue Friese. Ja. Du siehst gut aus. Bisschen Sportmuskulatur, dann siehst du aus wie Neil O. Johnson oder wie der heißt. Kennst du den Basketballer? Nee. Der ist so groß und hat so eine kleine Freundin. Ja. Ich bin sogar dabei jetzt, ich habe mich im Fitnessstudio angemeldet und werde da jetzt nach der Woche auch versuchen, mich wieder reinzugewöhnen. Nicht sofort Vollgas, sondern man muss gucken, wie das mit dem Essen alles funktioniert. Mit der fucking kippe ich auf einmal so um auf dem, weiß ich nicht, Stepper oder was auch immer. Na, mal ganz entspannt. Aber Hauptsache, du kommst rein. Ja, und du machst so aktiv Fitness oder? Chuck O'Neill heißt der, nicht Neil O'Johnson. Chuck O'Neill meine ich ja. Ja. Ich fange wieder mit Sport an bald. Ich habe 4 Jahre keinen Sport gemacht, wegen meiner Bandscheibe, weil die geplatzt ist. Ich werde euch vor Wie kann das geplatzt? Wie ist das passiert? Oder einer hat sich viel gehoben. Hey Chad, ich sag euch was, wenn ein Freund euch sagt, kannst du mir beim Umzug helfen, ganz ehrlich, spuckt ihn in die Fresse und sagt, verpisst euch, ihr Wichser, Alter. Der Umzug helfen. Ich hab beim Umzug, ihr müsst euch vorstellen, war eine Windeltreppe, ein Kühlschrank, ne? Ich habe von oben festgehalten, mein Kollege von unten, und es war so eine Windeltreppe, es ging so zur Seite. Ja. Er ist unten ausgerutscht und ich hatte angesehen, was passiert, und mit voller Kraft gezogen. Digga, seit 5 bis 10 Jahren Probleme. Schmerzen ohne Ende, hat mein ganzes Leben gefickt. Nie wieder. Wenn einer fragt, hilfst du beim Umzug, dann rückwärtsgang rein und einfach, Digga, weißt du. Hast ein kleines Trauma davon. Einfach weg. Ein großes. Das Dümmste, was dir passiert. Ja, allgemein diese ganzen Knochenarbeit, die ist halt hart. Das ist, ist ja bekannt, dass Maurer nicht über 40 Jahre so arbeiten kann, wie er in der Jugend gearbeitet hat. Ne? Bezahlt lieber eurem Kollegen Möbelpacker, anstatt selber mit anzupacken. Dass so viele Leute am Bandscheibenvorfälle durch Möbelpacken bekommen. Ja. Das ist krank und das geht teilweise nie wieder weg. Ja, aber hier, ich rede durchgehend von Essen, ja. Ich habe halt auch durchgehend Hunger, das beschäftigt einen auch krass, weißt du? Aber wisst ihr? Keine Ahnung. Also eine Treppe, die so... Ja, verstehe schon. Keine Ahnung, wie das heißt. Windel, Wendel. Ja. Gesichtszeit? Nein, mach keine Tattoos mehr. Ich habe nicht ein Tattoo, aber ich würde auch nur Tattoos mit Bedeutung machen. Wie alt bist du jetzt? 22. Hast du eins? Nee. Ich glaube, ich lasse auch. Ich würde gerne, aber überleg dir das sehr, sehr gut. Also das ist nicht nur so, mit Bedeutung. Nicht so ein Suft-Tattoo oder so ein Scheiß, weißt du? Ja, nein, niemals. So, keine Ahnung, ein Geburtsdatum von Vater, Mutter, so, weißt du? Zeig mal ein Bild als Pumper.
Ich sehe aus wie ein Ultra. Jetzt fehlt noch eine Maske und der Baseballschläger in der Hand. Und dann bin ich ein Ultra. Nein, so nein. Schön. So schön ist es nicht. Aber ich zeig dir mal ein Bild. Ein Bild habe ich noch irgendwo online. Da. Ja, nur ich will jetzt nicht, warte mal, Instagram reinhalten. Ah, eher. Das ist ein bisschen ruhiger geworden, einfach nach der Pubertät. Nur muss Pumpen gehen, ja, ich bin angemeldet und ich bin halt sehr unsportlich. Wie gesagt, seit 2 Jahren wirklich dafür gesorgt, dass ich mich vom Sport komplett fernhalte. Davor war ich sogar sehr sportlich. Sport ist das Geld. Ja, ja. Und da muss ich wieder langsam reinfinden. Ich will ja jetzt nicht zu viel heben oder sonst was, sondern einfach erstmal Ausdauer, ne, und dann gucken, dass man vielleicht auch aufgewichtig ist. Es gibt nichts, was dich so sehr befriedigt wie Sport. Das bringt dir auch Disziplin bei, Ehrgeiz, langfristig Ziele zu verfolgen. Du achtest so oder so irgendwann langfristig auf deine Ernährung. Sport kann ja nicht hinwerfen. Sport ist auch gesund, Bewegung. Ne? Der Mensch braucht Bewegung. Was ist das? So sah ich aus. Zeig mal. Das waren 105 Kilo definiert. Digga. Wie bist du da rausgekommen aus der Sache? Wegen meiner Bandscheibe. Ich musste aufhören, schlagartig. Ja. Ich konnte ja nichts mehr machen. Ich habe monatelang damit gekämpft, mit den Schmerzen. Hab einfach dann, hab ja gestreamt, durchgehend gestreamt, hatte immer Rückenschmerzen. Und hab's einfach nicht geschafft. Digga, du bist ein richtiges Tier gewesen. Wie alt warst du da? Das so, ich sah ungefähr, also ich war ungefähr 8 Jahre muskulös, musst du dir vorstellen. Ich hab kurz vor 16 angefangen, damals war es noch verboten, habe ich so ein bisschen rumgetrickst mit Sauna und so. Mhm. Dann ein halbes Jahr hatte ich einmal Zwischenpause und einmal ein Jahr gestruggelt, weil ich sehr oft krank war wegen meinem Mandeln. Hatte 7-mal Mandelentzündung in einem Jahr. Mhm. Und ein halbes Jahr war ich halt im Ausland. Und sonst habe ich jeden Tag 3 Stunden trainiert. Boah, krass. Und dann das Foto, wie alt warst du da circa? Das Foto, das war 2017. Boah, krass. Welches Jahr haben wir jetzt? 2023. 6 Jahre ist es. Ja. 1,80. Ja, ich habe mich aber auch vor 2 Jahren krass verändert. Ich habe leider kein Foto auf meinem neuesten Handy, sonst hätte ich das euch gezeigt. Ja, ich war halt wirklich sehr dünn, einfach ein Lauch. Richtiger Lauch. Und jetzt bin ich Normalgewicht. Das fühlt sich auch gut an. Das Einzige, was ich ein bisschen reduzieren will, in der Bauchregion. Der Rest passt. Ja. Warst du natural, sag ich. Guck mal, Ich hab eine Ersatztherapie probiert mit meinem Arzt. Einmal, 3 Monate lang, und bei mir schossen die Nierenwerte hoch. Zeig nochmal schon. Aber davor durchgehend natural. Das ging nicht anders, weil ich darauf schlecht reagiert. Ach ja. Man wollte das irgendwann mal testen. Das ist normal, die Versuchung ist groß. Aber es lohnt sich absolut nicht. Also, Chad, ich sag's euch ehrlich, wie es ist. Jeder, der irgendwie so eine Scheiße macht, der spielt mit seinem Leben, mit seiner Gesundheit. Das ist das Dümmste, was du machen kannst. Ja. Weil die Leute auch, ihr kennt das, ihr geht im Fitnessstudio, die Leute sehen, du siehst das am Hautbild, du riechst das sogar teilweise am Gestank. Die Leute, die das auch noch nehmen und sich nicht mit ihrem Körper beschäftigen, ihren Körper nicht kennenlernen, richtig kennenlernen, das ist sehr, sehr wichtig, die kommen sowieso nicht weit. Und wenn sie aufhören, dann sind sie am Arsch. Die richtigen Monster, die auch auf dem Bauernhof trifft, die richtige Bärentatzen haben, die Kraft ohne Ende haben, die topfit, gesund sind, die Babyhaut haben, das sind die, die richtig essen, richtig schlafen und richtig trainieren. Das sind die 3 wesentlichen Aspekte. Man macht, also ich würde auch nur Fitness für meine eigene Gesundheit machen. Viele machen es nur für die Optik. Ne? Also ich würde da nur ins Fitnessstudio gehen, um mir selber was Gutes zu tun und das halt jenseits von Gut und Böse. Guck mal, Testo. Guck mal, ich zeige euch ein Bild, wie ich im Studium und wie ich in der Schule immer aussah. So sah ich so 8 Jahre am Stück aus. Heftig. Ja. Gehört auch viel Disziplin zu, ne, das durchzuziehen. Du verliebst dich, Digga. Du verliebst dich. Ich muss auch sagen, Fitnessstudio, werden viele fühlen. Ich habe es immer verschoben, ne? Immer vor mir hergeschoben. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie keinen Bock so auf die Leute im Fitnessstudio. Ich wollte einfach für mich da rein, weil ich dachte, die denken so, boah, der scheiß Anfänger oder so. Aber alle Leute im Fitnessstudio sind bei mir zumindest so, brauchst du irgendwie Hilfe, wenn man zum Beispiel eine Bank einstellt oder sonst was. Oder man trainiert zusammen oder abwechselnd. Yeah. Also am Ende des Tages geht einfach mal hin. Ja, einmal Probetraining, ihr seht die Location und dann könnt ihr nur immer Nein sagen und habt trotzdem nichts gezahlt. Ja, ganz ehrlich, im Fitnessstudio, da entstehen auch Freundschaften teilweise, da sind coole Leute, man baut ja auch so eine gesunde Rivalität zu jemandem auf, einen Wettbewerbsgeist, einen Teamgeist, weil man mit anderen Leuten zusammen trainiert.
Und das ist, lasst euch niemals irgendwie von einem Fitnessstudio abschrecken. Ja. Fühlt euch nicht komisch, wenn ihr reinkommt und denkt, oh, ich sehe scheiße aus oder was weiß ich was. Jeder, der Sport macht in einem Fitnessstudio, denkt, er sieht scheiße aus. Jeder. Das ist einfach der Mindfuck dahinter. Und du gewöhnst dich ja daran, wie du aussiehst. Und deswegen kommst du dir immer so vor, als müsstest du was verändern. Es ist ja wie eine Skulptur, die du formst und meißelst, die aber nie fertig ist. So, es gibt niemanden, der hundertprozentig zufrieden ist im Fitnessstudio. Ja. Und wenn ihr euch dann aufhängt, dass ihr nicht zufrieden seid, dann macht ihr euch selber kaputt. Genießt es einfach, lernt euren Körper kennen, arbeitet mit Schlaf sehr, sehr wichtig, mit Ernährung sehr, sehr wichtig. Ihr kommt automatisch voran. Bei mir war das so, ich habe mich nie breit oder stark gefühlt, ich habe mich nie optisch irgendwie gut gefühlt. Immer nur, wenn ich mal irgendwann rauskam und mein Freund unterwegs war, dann habe ich den Unterschied gemerkt zu jemandem, der es zum Beispiel nicht war. Aber sonst hast du das komplett, weil der Mensch so ein Gewöhnheitstier ist, das blendest du komplett aus, das merkst du gar nicht. Ja. Seid einfach nicht assi. Desinfiziert die Geräte, nimmt Handtücher, seid freundlich zu den Menschen, geiert nicht auf Frauen die ganze Zeit. So, und dann zieht einfach euer Ding durch und gut ist. Ja, ich muss auch sagen, das passt eigentlich ganz gut, eine coole Überleitung. Keine Ahnung, ich habe in den letzten paar Monaten und Jahren viele coole Leute auch so kennengelernt, die so im Fitnessbereich aktiv sind. Und ich sag's euch so, wie es ist: Man denkt erstmal, jemand, der so breit ist wie so ein Gorilla, dass der erstmal von sich selbst erstmal verliebt ist, selbstverliebt oder arrogant. Aber das sind meistens die nettesten Menschen, wirklich. Und heute 15 Uhr kommt sogar mein guter Kollege Lukas, der eine oder andere kennt ihn, The Genetic One, Bizeps, Trizeps vielleicht, auch total sympathischer Dude, der wird sich hier auf jeden Fall die Wampe vollhauen. Geil. Und da bin ich mal gespannt. Also ich sage euch eins, wenn ihr im Fitnessstudio so eine riesen Ochsen trifft mit Tattoos und was weiß ich, die da richtig hardcore trainieren, aus meiner Erfahrung, vor 10 Jahren kann ich euch sagen, das sind sogar die liebsten Menschen. Das sind immer so sanfte Riesen. So, das sind auch, du musst dir auch vorstellen, jemand, der so viel Zeit im Fitnessstudio verbringt, der verbringt keine Zeit damit, ein Arschloch zu sein, der verbringt Zeit damit, sich selber zu formen, sich mit Ernährung zu beschäftigen, mit seinem Körper. Und jeder Mensch liebt es doch, Wissen zu teilen. Ihr könnt auch auf solche Leute zugehen, also sagt jetzt nicht, ey, du tätowierter Wichser, bring mir was bei, sondern sagt doch einfach, Digga, das sieht gut aus, was du machst, ist cool, kannst du mir das beibringen? Der wird euch das hundertprozentig beibringen wollen, weil jeder mag das, irgendjemandem was beizubringen. Ja. Jeder, das ist ganz normal menschlich. Gym gehen ist einfach geil, ich schwör's euch. Ich muss auch sagen, ich bin ja ein Streamer, der hat 24/7 immer nur sitzt und so zockt und wenig Bewegung hat. Und so 2-3 Mal die Woche ins Fitnessstudio gehen, das fühlt sich gut an. Man weiß, dass man was Gutes für seinen Körper tut, für die Zukunft. Und man braucht halt in Anführungszeichen ein bisschen Auslauf. Ja. Ne? Safe. Ja, genau. Nicht mit einem Satz stören oder bei der Vorbereitung. Ihr merkt schon, es gibt so Pausen, wo jemand mal chillt oder so. Und wenn jemand Musik aufsetzt, vielleicht weniger stören, weil Musik aufsetzen heißt im Gym immer, ich will jetzt meine Ruhe, ich will durchziehen. Ja. Aber wenn jemand ohne Kopfhörer rumläuft, dann ist er eigentlich empfänglich und Hauptsache nicht 3 Minuten am Stück labern, mal so kurz, bisschen dies, das. Da bauen sich auch über Zeit Freundschaften auf. Ich habe so viele Leute kennengelernt. Ey, ich finde es auch krass, wie um welche Uhrzeit du immer denselben triffst. Der ist dann irgendwie, man hat das Gefühl, teilweise sind die Leute 24/7 in einem Gym. Ja. Finde ich auch krass. Weil es süchtig macht. Das macht echt. Also ich habe früher gesagt, wo ich in meiner High-Phase, in meiner Primetime war, wenn ich mit 40 sterbe, scheißegal, Hauptsache ich erreiche meine Ziele. So, das war alles. Ich habe Schule geschwänzt. Das sollt ihr nicht machen, ne? Ich habe Schule, Arbeit, komplett immer alles auf ein Minimum reduziert, nichts mit Frauen, immer nie in die Stadt gegangen. Ich habe einfach nur jeden Tag trainiert wie ein Ochse, Digga. Das war aber die Geil, das hat mich so erfüllt, ne? Der Mensch ist so, der braucht immer so eine Mission, der braucht irgendwie so ein Ziel, wo er arbeiten kann. Und das gibt einem echte Glücksgefühle. Ja. So der Weg, der Spruch, der Weg ist das Ziel, hat so viel Weisheit, den muss man sich einmal richtig durch den Kopf gehen lassen. Noah braucht halt echt einen Podcast. Ich habe noch nie einen Podcast gehört und ich weiß noch nicht, wie man sowas macht, aber wird sich wohl selbst erklären, wenn ich mich mal ein bisschen damit auseinandersetze. Ich wollte jetzt auch hiernach ein bisschen in den Podcast reinhören. Ich weiß ja nicht, Chad, habt ihr da eine Empfehlung? Ich habe sowas noch nie gemacht. Podcast, so geil. Ich habe auch keine Gymstart. Ich habe auch wenig Bücher gelesen in meinem Leben. Ja. Hatte ich keinen Bock. Ich habe ein Buch gelesen und das war wegen der Schule und das hat mich wirklich gefesselt. Ja. Aber ansonsten. Jeder musste am Anfang Faust lesen und das fuckt einen so ab, dass man nie wieder lesen will. Edeltalk, Hobbys, Offline und Ehrlich, Gemischtes Hack, echt lustige Namen dabei. Gemischtes Hack einfach. Blaulicht. Offline und Ehrlich und von Trimax. Aha. Was ich euch empfehlen kann, doch, ein paar habe ich gehört, zum Beispiel Jack Nasher.
Er bringt euch das, er bringt euch die Kunst der Kommunikation bei, des Verhandelns, Lügen erkennen etc. und so. Das hat mir auch eine Zeit lang sehr, sehr viel geholfen. Ja, aber ich glaube, ein Podcast ist echt gar nicht mal verkehrt. Oder Hörbücher, weil ich selber nichts lese. Und ich sag mal so, Bücher machen schlau. So, es gibt so viele gute Bücher, wo du ein bisschen auch über dein Mindset oder Menschenkenntnisse lernen kannst oder allgemein über Sinn des Lebens und sonst was, weißt du? Das kriegt man nicht in einem Film, das kriegt man meistens in Büchern. Ja, safe, safe, safe. Safe. Gibt's echt geile Sachen zu lesen. Also Hobbylos habe ich hier oft gelesen. Parfümempfehlung, bitte. Wie? Mindset-Bücher sind richtig und wichtig. Kann ich mir gut vorstellen. Es gibt auf YouTube einen Kanal, der hieß früher, glaube ich, Creator oder so. Persönlichkeitsentwicklung. Das ist ein Thema, was ich euch nahelegen kann. Ich habe locker ein, zwei Jahre nur mir Sachen reingezogen über Persönlichkeitsentwicklung, auch Videos. Es gibt sehr, sehr viele Rhetoriker da draußen, die euch geile Sachen beibringen können. Und Kabarettisten finde ich auch sehr, sehr geil. Also Kabarettisten und Persönlichkeitsentwicklung, das sind so Themen, mit denen ihr stimmt. euch durchziehen könnt. Nickys Kanal. Nicky! Ja. Die beste. Ist geil. Digga. Simpel und gut für fast jeden Hammer. Zutreffend. Ja. Und sehr geil. Nicky ist sogar krass unterschätzt. Ich hab in meinem Leben vielleicht mit 10 Leuten Deep Talk gemacht. Ich mache das eigentlich sehr ungern. Aber ich sag's euch ehrlich, wo ich das mit Nicky hatte, habe ich sofort gemerkt, der Junge hat was drauf. Das wusste ich auch schon vorher. Mhm. Mega sympathisch, hat mega Spaß gemacht. Und der berät auch, der fungiert auch teilweise als Unternehmensberater. Der hat sehr, sehr geilen Content auf YouTube. Nicky. Ja. Wie ist dein YouTube-Kanal nochmal? How to be human? Wie ist der YouTube-Kanal von Nicky nochmal? Ich hab den noch sogar. Oh, gestern ist toll, warte. Hier. How to be human. Ja. How to be human. Und ja, auch Abo Goku, mit dem hatte ich auch so einen geilen Deep Talk. Erstes Mal gesehen, wir haben uns wirklich die Seele aus dem Leib geplappert. Ja, mit Abo, wenn er keinen ADHS-Kick hat, kann man auch geil Deep Talk führen. Ich will mal Abo Goku auf ADHS-Kick sehen. Der 24-7 hat er die ganze Zeit. Aber wenn er mal runterkommt, müde ist, dann glaub mir, der Abo. Aber er ist echt korrekt. Ja. Super sympathisch. Sehr schöne Werte, Digga. Das ist auch das, was ich an ihm am meisten mag. Abo vertritt sehr, sehr gut. Ja, ja. Er hat mir auch ein bisschen von seiner, in Anführungszeichen, schlechten Vergangenheit so erzählt. Und wie er dann so die Wende bekommen hat, richtig gut. So, bei mir ist es jetzt, ich habe keine schlechte Vergangenheit, aber so mit dem Wandel jetzt, dass ich ein bisschen auf mich achte, ein bisschen darauf Acht gebe. Weil wir sind jetzt noch jung, wir können jetzt noch das Rad rumreißen. Ja. Wenn du dich jetzt, oder wenn ich mich jetzt so verhalten würde wie in den letzten 2 Jahren, dann wäre wahrscheinlich gegen die Wand gefahren irgendwann, ne? Also zu spät ist es nie, aber je früher man anfängt, desto besser. Das stimmt wohl. Und man kann sich ja, jeder sucht sich woanders seine Base. Ich habe zum Beispiel mit Sport versucht, die Kurve zu kriegen. Abo hat es mit Religion versucht, was ich auch am besten finde, weil da kriegst du am meisten gelernt. Andere versuchen zu halt, konzentrieren sich mehr auf die Eltern, versuchen von denen Erfahrungen mitzunehmen. Genau. Ihr könnt euch irgendwas suchen, aber man muss im Leben immer versuchen, eine Gerade zu verfolgen. Und wenn man ab und zu mal nach links und rechts schwenkt, dann ist das in Ordnung, solange man das Ziel vor den Augen nicht vergisst. Und das einfach aus sich selber das Beste formen und niemals anderen Menschen schaden, das ist das Wichtigste. Ja, gut gesagt, Bruder. Das ist halt auch so eine Sache. Also das Leben ist so kurz, man lebt nur einmal. Und die Zeit dafür zu verschwenden, irgendwie negative Ausstrahlung zu machen oder allgemein Leute runterzuziehen, weil man selbst unzufrieden ist, ist das Schlechteste. Man sollte eigentlich das Gegenteil davon machen und erstmal sich vielleicht ein bisschen ausgrenzen und sich auf sich selbst konzentrieren. Was kann ich verändern? Ja. Wie kann ich mich selbst wieder glücklich machen, sodass man vielleicht selber da irgendwo hinkommt, wo man hin will? Ja. Und nicht einfach aus Neid und Missgunst dann irgendwelche Leute runterziehen. So. Die meisten Menschen, die neidisch, Missgunst oder Hass, sogar teilweise Hass ist schon ein heftiges Wort, aber Hass erfüllt sind, die sind unzufrieden mit sich selber. Ja, mehr ist das leider nicht. Das ja, ne? Die tun mir leid. Also, wenn ja, das kommt, ist ja so. Jemand, der dich nicht kennt, jetzt zum Beispiel, der Noah nicht kennt. Ich habe Noah jetzt ein bisschen kennengelernt. Mega sympathischer Dude. Jemand, der ihn nicht kennt und schlecht über ihn redet. Woher die Kraft, über jemanden schlecht zu reden, den du nicht kennst? Das kann ja nur sein, dass du Probleme mit dir selber hast und sie nach außen reflektierst und versuchst, dich besser zu fühlen. Das denke ich, ich verstehe auch nicht. Guck mal, ich mag ja auch gewisse Streamer und andere Leute nicht. Aber dann gehe ich denen mal aus dem Weg und gehe da nicht aktiv darauf zu und schreibt einen Hate-Kommentar zum Beispiel. Weißt du, das ist kein Mehrwert. Kein Mehrwert. Zeitverschwendung sehe ich da. So, dann in der Zeit mache ich lieber selber einen guten Tweet oder sonst was. Oder einen coolen Kommentar, bei wem, den ich feiere. Bringe einfach ein Mädchen in der Bar zu lachen. Ja. Das ist das Beste, was es gibt. Ja.
Hey, hey, hört auf, dieses Fitnerberg ist nur Spaß. Ne? Ich mache immer nur aus Spaß Fitner, nie ernsthaft. Denk nicht, ich bin so ein Asi, der den ganzen Tag rumläuft und vor Leuten, die nichts essen dürfen, essen tut. Das ist nur für die Show. Ja. Zeig dir mal die anderen, was Trimax um zu machen. Ja, ihr könnt umswitchen, ich weiß nicht, wo die sind, aber sie sind nicht Champagne, die müssen irgendwo anders sein. Fitnerberg, der ganze Chat voll. Noah Berg. Noah Pent. Kann ich auch nicht. Dann bist du doch was, du Idiot. Ja, okay, warte, ich esse kurz was. Das ist keine Lampe.